Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute die Wasserwerte von Wolfgang. Das Nitrit haben wir ja schon im Vorblog zum Filter besprochen. Er hat immer mit Tröpfchentests irrsinnig hohe Werte, hat es versucht mit der Futtermenge in Abhängigkeit zu bringen. Aber das ist schwierig, weil der Filter, die Filterbakterien ja nicht nur von der Futtermenge abhängen, sondern auch von der Wassertemperatur und auch von der Futtersteigerung. Sind sie an die Menge, die sie gerade zum Verwerten haben, eigentlich schon gewöhnt? Haben wir schon genügend Bakterien oder reicht die Zahl der Bakterien noch gar nicht? Also es sind viele, viele Fremdfaktoren und ich habe auch manchmal das Gefühl, es kommt glaube ich auch darauf an, was habe ich für Bakterien? Also die Einflussfaktoren sind so mannigfaltig, dass man da nicht einfach hergehen kann und das mathematisch, ich gebe so viel Futter, dann muss mein Nitrit so tief sein, oder ich gebe so wenig Futter, dann muss es noch niedriger sein. So funktioniert das nicht. Das ist wirklich ein saukompliziertes Thema. Mir hat irgendwann mal einer gesagt, nachdem er mir so die Grundprinzipien der Wasseraustauschrate erklärt hat, das ist ein ganz kompliziertes Thema der Biokinematik. Und irgendwann hat es dann, nachdem er es zehnmal erklärt hat, hat es bei mir dann doch irgendwo geschnackselt. Und da habe ich zwei Dinge gelernt. Je höher die Wasseraustauschrate zwischen Teich und Filter, desto besser ist das für die Spuren an Ammoniumnitrit, die ich im Tagesverlauf habe. Also desto weiter kann ich im Zweifel runterkommen. Und was ich noch gelernt habe, es ist zwar schätzbar, wohin die Reise geht, aber es ist nie vorhersagbar und vorhersehbar, wie es am Ende sein wird. Was wir hier interessanterweise gemacht haben und vielleicht für alle, wo wir irgendwann mal zum Bloggen hinkommen werden, wenn Sie einfach mal vom Vortag während der normalen Fütterung, wenn alles gemacht wird wie jeden Tag, wenn Sie morgens, mittags, abends eine Probe nehmen, eine Wasserprobe, vielleicht auch morgens vor Sonnenaufgang und die dann in den Keller stellen, Normaltemperatur lagern und wir dann einen Verlauf beobachten können, dann können wir Ihnen sehr viel besser was über Ihre Wasserqualität sagen, wie wenn wir einfach mittags eine Stichprobe machen. Die Stichprobe mittags ist von allen Wasserwerten, die wir bestimmen, ist nur einer, der verlässlich ist. Tim will die Frage beantworten. Von allen Wasserwerten, die wir hier bestimmen, wenn wir nur eine Stichprobe machen, zu einem Zeitpunkt, wäre es der einzige Wasserwert, der dann eigentlich verlässlich ist. Tim meint, die Temperatur, die verändert sich auch im Tag-Nacht-Rhythmus. Es ist Phosphat, weil das Phosphat verändert sich wirklich nur langsam. Das steigt ganz langsam. Ammonium verändert sich im Tagesverlauf, Nitrit verändert sich im Tagesverlauf, der pH verändert sich im Tagesverlauf, Sauerstoff verändert sich im Tagesverlauf. Es verändert sich alles im Tagesverlauf. Aus Phosphat, aber so minimal, dass es da eigentlich keinen Rückschluss oder dass das nicht zu Problemen führen kann. Was wir allerdings machen können, wenn wir jetzt mittags oder die ganz schlechten Teichen, die ewig keinen Wasserwechsel mehr gemacht haben, die ertappen wir, dass sie einen extrem niedrigen pH-Wert haben. Die ertappen wir aber auch, weil sie ein extrem hohes Phosphat haben. Wir sehen, ob der Filter läuft, wenn jetzt am Vortag normal gefüttert wurde und vielleicht morgen schon ein bisschen was ins Nitrit ist bei 0,4. Dann ist es auch ziemlich sicher, dass der Filter nicht wirklich läuft. Aber als ein Beispiel, wenn ich jetzt morgens an den ersten Teich, wo wir kommen und messen, und da wurde noch nicht gefüttert und das Nitrit ist auf 0,15, dann ist der Wert gut, aber bei dem Teich könnte es theoretisch sein, dass er im Tagesverlauf trotzdem auf 0,3, 0,4 oder 0,5 hochschießt. Also von daher, wenn Sie wissen, wann wir kommen, dann nehmen Sie einfach am Tag vorher zu drei unterschiedlichen Tageszeiten, nehmen Sie eine Wasserprobe und dann können wir im Prinzip einmal einen Tagesverlauf aufzeichnen und das hilft. Nitrit war super bei Wolfgang. Abends war es 0,11, morgens 0,1, also abends um 9 0,11, morgens 0,14 und gerade glaube ich 0,15. Also alles weit weg von 0,2 und selbst 0,2 wäre für die Fische nicht schädlich. Und im ersten Jahr, und er hat ja seinen Filter umgebaut, wären auch höhere Werte bis 0,3 noch irgendwo verträglich, wenn man ca. 0,15 Salz drin hat. Auch ein sehr gutes Indiz, Ammonium, obwohl schon 400-500 Gramm heute gefüttert wurden. Ammonium, nada, nicht nachweisbar, sensationell. pH-Wert, Ausgangswasser 11, Carbonathärte, Teich 7, pH-Wert 8,02. Da wird er natürlich auf 50.000 Liter und 800 Gramm, das sind gerade mal 16 Gramm pro Kubikmeter, wird er immer beim hohen pH-Wert verhaftet sein. Anders geht das gar nicht, aber das wird die Fische auch nicht töten. Sauerstoff war fern der 9 auch normal, Wassertemperatur 22 Grad. Und ja, alles gut, alles bestens, braucht sich überhaupt keine Sorgen machen.
Und ich glaube, für Wolfgang, weil er da wirklich ein bisschen wasserhypochondrisch unterwegs war, war das heute ein toller Tag zu lernen, dass sein Wasser einfach ein Traum ist. Er macht hinten gerade Daumen hoch. Aber ich finde es ja toll, wirklich, das mit dem wasserhypochondrisch dürfen Sie nicht falsch verstehen. Mir sind die Leute, die das so machen, sind mir lieber. Den Fischen ist jemand wie der Wolfgang auch lieber. Ja? Aber ich weiß, dass die Leute wie Wolfgang irgendwann auch so ein hohes Stresslevel haben, weil die Fürsorge für die Fische so wichtig ist, dass man das Hobby vielleicht auch gar nicht mehr so sehr genießen kann. Wenn man nachher bei jedem Griff zum Futtereimer denkt, kann ich, ist es niedrig gut, ist es, dann macht es auch nicht wirklich Spaß. Aber wir können ihm heute bescheinigen, Vollgas, und nächstes Jahr sollte er auf ca. 1,2 Kilo gehen, weil das ist gefühlt die Menge, die wir hier brauchen. Vielen Dank, machen Sie es gut und danke an Wolfgang. Ciao.